Guten Tag, meine lieben Freunde. Nee, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es riecht wunderbar hier in diesem Raum. Das liegt daran, dass ich hier den teuren Lush Adventskalender stehen habe. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Adventskalender lassen mich nicht los. Beziehungsweise, ja, sie lassen mich wirklich nicht los. Ich habe nämlich diesen fetten Oschi zugeschickt bekommen. Und der war... Also das aus Transparenzgründen. Ich habe hierfür keinen Cent bezahlt. Ich bin so privilegiert und reich. Also ich habe den einfach bekommen. Ich habe nicht danach gefragt. Der stand hier einfach. Und wer wäre ich denn, wenn ich ihn nicht zusammen mit euch auspacken würde? Der ganze Raum hier riecht danach. Denn wir packen heute zusammen den Lush Adventskalender aus. Weihnachtsmann. Wenn ihr das riechen könntet, es ist ein Traum. Ein Traum. Oh, bleibt doch jetzt auf. Stellt euch vor, ihr seid in der Weihnachtszeit. Das ist stressig. Ihr packt die Geschenke ein, müsst von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt, habt vielleicht auch noch einen Kater vom Glühwein letzte Nacht. Ihr riecht wie Fuß. Ah, debatable. Irgendwie, ich brauche irgendein schlimmes Wort. Was riecht denn richtig schlimm? Ich habe keine Ahnung. Aber zum Glück gibt es Lush, damit ihr gut riecht. Der Lush Adventskalender in dieser Größe kostet 235 Euro. Halleluja. Das sind 9,80 Euro pro Türchen. Ich liebe das Happy Sleep. Heißt es Happy Sleep? Dieses Lavendel-Spray, wisst ihr? Oh, und das auf die Kopfkissen, wirklich. Ich habe den besten Schlaf meines Lebens. Ah nee, das heißt Twilight. Ihr fühlt euch damit wirklich, als ob Edward direkt neben euch liegt. Oder Jacob. Oder auch Bella. Was ihr möchtet. Oder auch er hier. Sorry, ich weiß nicht, was hat mir los? Ich habe richtig gute Laune. Ich rieche auch schon diesen Duft von dem Kalender. Ich glaube, das lässt mich sehr schön fühlen. Für den Preis, natürlich kann man da auch sowas erwarten hier, aber das ist wirklich so eine feste Box, ne? So ein richtig... Arthouse Unlimited präsentiert die künstlerischen Talente von Erwachsenen mit neurodiversem und körperlichem Unterstützungsbedarf. Die KünstlerInnen arbeiten zusammen mit Lehrkräften an der Erstellung von Kunst. Ach so. Also hier sind sehr viele tolle Menschen, die an dem Kalender mitarbeiten durften. Oh, ist das schön. Nee. Das ist so richtig bunt und neon. Oh, diese Decke. Boah, aber der Duft, der da rauskommt. Etienne hasst es, dass ich so eine Lush-Addiction habe, weil es gibt im Bad eine ganze Riesenkiste, so eine Schatzkiste, die nur dedicated für meine Lush-Produkte ist. Und er findet, das ist zu viel. Manche Leute wissen halt nicht, wie es sich gut lebt. Und ich habe eh rausgefunden, er guckt, glaube ich, meine Videos nicht. Deswegen kann ich erzählen, was ich will. Es geht jetzt auch direkt an Türchen Nummer 1. Direkt eine Badebombe. Ich war auch mal in so einem Lush-Workshop und durfte meine eigenen Badebomben herstellen. Die riecht nach Kaugummi. Kaugummi orangig. Hier unten sind auch so kleine Glitzerkonfetti. Das lässt mich erahnen, dass man eventuell so ein bisschen Konfetti in der Wanne hat. Von Lush persönlich ist mein Favorite die Goddess Bath Bomb, die nach dem Ariana Grande Musikvideo so inspiriert wurde, weil das Wasser da sieht wirklich so schön aus. Wie überprivilegiert soll dieses Video noch wirken? Erstmal dieser 200-Euro-Kalender und jetzt nehme ich eine MacBook-Schachtel, um da meine Produkte drin aufzubewahren. Das ist ja gar nicht chronologisch. Dann... Das finde ich ein bisschen dumm. Also, dann wird man ja gespoilert. Ich schreibe jetzt für sie mal 7 Euro auf. Nummer 2. Huh. Was ist das denn? Nee. Ich frage mich, ob hier auch nur Badebomben drin sind oder auch vielleicht Duschgele. Hier sieht's. Wer bist du denn? Das sieht mir nach einem Schaumbad aus. Die Schaumbäder, da machen voll oft die Leute Fehler, dass sie die auch wie eine Badebombe komplett reinschmeißen. Ihr müsst die abbrechen. Ich nehme da immer echt nur so richtig wenig und halte das unter den laufenden Wasserhahn, während die Badewanne voll läuft. Und dann entsteht dieser geile Schaum und benutzt das safe mindestens 4, wenn nicht sogar 5-mal. Oder manchmal halte ich das als Ganzes einfach nur drunter und lege es danach wieder zurück. Das geht für mich sehr in die Richtung wie die Christmas Party. Auch sehr zitronig-orangig, würde ich sagen. Party Popper! Der Party Popper ist knisternd und knallend. Also, dieses Bad knistert und knallt scheinbar. Und das finde ich sehr gut. Dem gebe ich eine 10 von 10 Linders. Toller Kalender. 7,50 Euro. Nummer 3 ist ein bisschen größer. Das ist ein Schaumbad. Ist das der? Nee, das ist nicht der Comforter. Der Comforter ist so dieses klassische Schaumbad. Und aus den... Oh, und den Geruch, mag ich den? Würde das am liebsten essen, ne? Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. Oh, warum bin ich denn so quirky heute? Das Schaumbad heißt Rainbow und es sieht auch aus wie ein kleiner süßer Regenbogen. Hier steht auch schon wieder Zitrusduft. Das riecht alles auch sehr ähnlich. Es kostet 9 Euro. So ein fettes Ding kannst du safe 5-mal benutzen, mindestens. Bisher finde ich die Variation ganz cute. Aber wenn ich einmal so rüber sniffe, ist es ein sehr einheitlicher Geruch, habe ich das Gefühl. Aber wir werden sehen, was jetzt noch kommt.
Was ist mit ihr denn hier? Smash? Oh, er riecht so ein bisschen wärmer. Gift Horse, frecher Zitrusduft. Ich finde, der riecht aber nicht so frisch zitronig, sondern so ein bisschen wärmer, so pudrige Zitrone, so eine verschimmelte. 6 Euro? Das ist auch eine Badebombe. Da hätte ich jetzt gedacht, das ist ein Schaumbad. Oh, das ist auch ein dickes Schaumbad. Oh, riecht das gut. Das riecht ein bisschen wie Snow Fairy. Snow Fairy ist mein absoluter Lieblingsduft. Das riecht wie Snow Fairy, aber nicht ganz so süß. Snow Fairy riecht sehr süß. Zuckerwatte. Den finde ich jetzt hier nicht. Scheint auch eine Special Edition zu sein. I guess. Schreibe ich jetzt aber einfach mal den gleichen Preis auf, die 9 Euro, wie für den anderen Rainbow. Finde ich ganz süß, aber die lagen jetzt sehr nah beieinander, diese Rainbows. Die hätten, finde ich, weiter aus... Ich muss kritisch sein bei dem Preis. Die hätten weiter auseinander sein sollen. Das ist zu Nummer 6. Nikolaus will dich waschen. Oh, das ist klein. Das könnte so ein Trockenshampoo sein. Oh. Auch Zitrone. Das ist ein festes Shampoo. Die habe ich eine Zeit lang auch benutzt. Ich kam damit ganz gut zurecht. Sizilianische Zitrone, 12 Euro. Ist schon pricey. Wo sind die Weihnachtsprodukte? Wo ist Snow Fairy, Leute? Lush. Wer bist du denn? Ich habe auch ein Lush Parfum hier direkt stehen. Warte. Einmal das heißt American Cream. Das ist wirklich mein Lieblingsgeruch von Lush als Parfum. Weiter mit der 7. Ah, danach glänzen meine Hände. Die hatte ich schon mal. Das ist Seife. Den Duft mag ich nicht so gerne. Es riecht sehr fruchtig. Ich weiß jetzt nicht, ob es nach Birne riecht. Ja, so fruchtig, aber nicht so süßfruchtig. Schon ganz geil. Die kostet 12 Euro. Wir sind bei der 8. Du hast danach so viel geilen Stuff, um es auch zu verschenken. Ich werde es nicht verschenken. Ich werde es alles selber benutzen. Es tut mir leid. Guck mal, der sieht aus wie so ein kleines Häuschen. Endlich mal was anders riecht. Nichts Zitroniges, nichts Fruchtiges. Das riecht richtig schön süß, cremig nach Gebäck. Oh, ich will in einer Badewanne voller Lebkuchen sein. Actually, YouTube-Konzept. Ich könnte das auch mit Chicken Nuggets machen. Das ist bisher mein Lieblingstürchen. 10 Euro. Was ich euch auch zeigen muss. Seht ihr da hinten? Das ist die beste Handcreme, die es auf der Welt gibt. Und zwar der Handy Gru. Ich fand den Geruch am Anfang nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich brauchte eine Handcreme, die so richtig reichhaltig ist. Die so richtig buttrig dick ist. Und die erfüllt das komplett. Und mittlerweile liebe ich den Geruch. Ich glaube auch, weil ich ihn damit verbinde, dass meine Hände dadurch wirklich super weich geworden sind. Die kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, wenn ihr eine gute Handcreme sucht. Und die hält, das Töpfchen hält auch mega lange. Genau, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei der 9. Ein Duschpeeling. Das finde ich toll, dass wir jetzt auch... Früher konntest du diese Töpfe auch sammeln und abgeben. Und dann hast du eine Gesichtsmaske umsonst bekommen. So eine frische, glaube ich. Sieht wirklich toll aus. Sehr orangig. Passt halt auch super zu dem Design vom Kalender. Riecht super geil. Ich mag die Peelings von denen sehr. Die sind sehr stark. Aber es ist schon wieder orangig-zitronig. Ich weiß, Weihnachten so Orange in den Glühwein reinhauen und so. Ne? Verstehe ich. Aber es ist schon wieder in diese Zitrus... Imagine, du magst keine Zitrusfrucht. Oh, jetzt muss ich das umrechnen. Ich hasse, ich kann das nicht. 220, Dreisatz. Hier sind 85 drin. Oh, 9 Euro. Ab in die 10. Wir sind jetzt zweistellig geworden. Der heilige Gral hat unser Zimmer beleuchtet. Snow Fairy, das ist das Beste. Oh, ich bin so dankbar, Leute, wirklich. Es ist die kleinste Größe, aber es ist das beste Geruchserlebnis, was ich mir zu Weihnachten wünschen kann. Kostet 9 Euro. In der 11 befindet... Oh. Ach, süß. Das sind, finde ich, auch so richtige Lush OG-Produkte. Diese Lip Scrubs. Die hatte ich früher eine Zeit lang voll viele. So, ich glaube, es gab Popcorn, Bubblegum. Da scrubst du deine Lippen und dann leckst du es ab. So diese Salted Caramel Düfte. Ich mag die nicht so gerne. Auch bei Duftkerzen. Mir sind die manchmal zu heavy. Mir wird davon manchmal ein bisschen schlecht. Aber es ist süß. Und bei Lippenpeelen bin ich auch vorsichtig, weil ich Angst habe, dass ich mir meine Haut immer kaputt mache. Weil ich so trockene Haut nur habe. Wie teuer? Die sind auch recht teuer, glaube ich. 11 Euro. Dann 12. Who is she? Ah, so ein Engelchen. Und sie hat eigentlich hier so ein Flügelchen. Ja, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, selbst bei dem Preis, dass da mal was abbricht. Es soll nach Karamell riechen. Aber dadurch, dass ich eben dieses Salted Caramel gerochen habe, rieche ich das da jetzt, finde ich, nicht mehr so extrem. Das ist auch ein Schaumbad, also kannst du mehrfach benutzen und kostet 8 Euro. Wo haben wir ihn denn jetzt hier? Ich schreibe mir hier immer die Preise auf, ne? Nicht wundern, deswegen bin ich hier so ein bisschen am Rumrödeln. Ich liebe das Wort Rumrödeln auch. Was machst du eigentlich abends so? Nee, ich rödel. Ich rödel gern durch die Gegend. Rödeln ist irgendwie gut, ne?
So, meine Freunde, jetzt geht's weiter. Dann haben wir wieder so ein Produkt, so ein Duschgel. Hot Toddy, ein Duschgel, das kenne ich nicht. Ich kenne vieles bei Lush, würde ich behaupten, aber den, der hat auch so Glitzer mit drin. Hier riecht es 1:1 wie bei Lush, wirklich. Ich meine, ich hole mir mal so Kaffee. Das soll man doch dran riechen, dass das so, boah, der riecht gut, der Kaffee. Oh ja, wow, ja, riecht gut. Aber ich kann schon wieder gar nicht sagen, was es sein soll. Würziges Stärkungsmittel heizt deine Stimmung an und verbessert deine Laune. Brauchen wir. Oh, die Bilder. Die Produktbilder sind auch so ein halbnackter Typ. Kostet in der Größe 11 Euro. Weiß jetzt nicht, ob ich müsste damit mal duschen. Das hier strömt so viele Düfte und Gerüche aus. Meine Nase ist überfordert. Ich werde am Ende, wie gesagt, alles ausrechnen und gucken wir, ob sich der ganze Spaß hier lohnt. Also bisher sind die Türchen ja alle schon so in diesem Bereich, den ich eben ausgerechnet habe. Jetzt sind ja hier alle offen. Hat der 2 Lagen? Wie komme ich denn jetzt an einen Computer? Kann man den hier rausnehmen? Nee. Oh. Die 14 ist, meine lieben Freunde. Warum sage ich heute die ganze Zeit meine lieben Freunde? Als ob ich bei QVC arbeiten würde. Oh, guck mal, das geht sogar bis 25 hoch. Oh mein Gott, sie ist riesig. Die riecht toll. Auch irgendwie sehr frisch. Der Golden Pudding. Glanz und Luxus soll er einem geben. Du suchst nach ganz viel Glamour für Weihnachten. Lass den Pudding ins Wasser fallen und genieß dein luxuriöses Bad mit deiner bunten Überraschung. Also da ist irgendwas drin, das finde ich gut. 10 Euro kostet er, ist auch größer. Die 15 ist wieder ganz klein. Und das scheint mir eine Seife zu sein. Sie glitzert auch wieder. Auch schon wieder orange. Leuchtende Zitrusöle. Kostet 7 Euro, ist meinetwegen geil. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Zitrone. Sieht einfach aus wie Elfkamm. Elf Shake nennt sich das Ganze. Ein Duschgel mit frischen Trauben, Kiwi, Äpfel und dem Duft super saurer Bubblegum Balls. Das ist so ein bisschen wie Snow Fairy, bloß viel fruchtiger. Wie so ein Obstsalat mit Zuckerwatte. Liegt preislich bei 11 Euro. Und ich finde da auch die Namensgebung mit der Farbe irgendwie süß. 17. Oh, da haben wir wieder eine Bombe. Die riecht nach Pfefferminze. Candy Cane, so eine Zuckerstange. Crystal Snow kostet 6 Euro. Was ist denn da drin? Vanilla, Pfefferminzöl ist drin, ja. Ich finde, Pfefferminz in der Badewanne kann manchmal ganz schön beanspruchend sein an verschiedenen Körperstellen. Es gab einmal bei DM, da war ich so in der Schule, so ein Pfefferminz-Duschgel. Und ich habe mich damit eingeseift, Leute. Überall. Ich wollte blitzblank sein. Es hat mir sonst was für Stellen an meinem Körper weggeätzt. Guck mal, hier ist eine Candy Cane drin. Aber irgendwie komisch. Die riecht auch sehr pfefferminzig. Warum sind die Produkte nebeneinander? Das ist ja sehr ähnlich, das Produkt. Ich glaube, das ist ein Schaumbad. Es gibt von Snow Fairy so einen Zauberstab. Das ist auch ein Schaumbad an so einem Stick in so einer Sternform. Da kannst du dann so durch die Badewanne gehen und fühlst dich wie der kleine König. Sehr zitronig, aber auch pfefferminzig. Finde ich weird, dass die Produkte nebeneinander sind, aber vielleicht hat das den Grund, damit die nicht zu sehr auf andere abfärben vom Geruch. Die Candy Cane ist online ausverkauft und kostet 7,50 Euro. Ist das eine Seife? Die riecht auch so blumig, so ein bisschen nach Lavendel. Lavendelblütenaufguss. Jasmin. Das ist so ein Duft, den mag ich sehr gerne. Ich finde, der Duft passt nicht zum visuellen. Dufttechnisch ist das genau meins. Ich habe die online nicht gefunden. Ich schreibe jetzt 7 Euro auf, weil so vergleichbare Seifen kosten so viel. Boah, der flattert mir hier auseinander. Sind wir bei der 20? Oh mein Gott, rest in peace. Guckt euch ihn an. Er ist einfach tot. Weihnachten ist vorbei. Imagine, du bist so ein Kind. Ich hätte geheult. Ich heule jetzt auch schon gleich. Oh. Ihn müssen wir wieder fixen. So, Magical Santa, warum ist er denn jetzt schon drin? In der 20? Zitronenöl an erster Stelle. Warum? Das sind Weihnachtsprodukte. Warum riecht alles nach Zitrone? Der kostet 7 Euro. Das Body Spray heißt Twilight und riecht nach Lavendel. Und die Body Lotion oder das Duschgel dazu heißt Sleepy. Das ist auch eins meiner absoluten Fave-Produkte von Lush. Wenn ihr euch damit abends, sei es nach dem Duschen oder einfach für ins Bett gehen, eincremt. Das ist wirklich ein so beruhigender, natürlicher, schöner Lavendelduft. Nicht künstlich, sondern wirklich, ihr liegt so in Paris in so einem Lavendelfeld, minus den ganzen Zecken und Mücken. Toll. 6 Euro Sleepy. Die 22. Nee. Oh, die riecht toll. Keine Zitrone. So ein bisschen mandelig. Sweet Pudding, ja. Mandelöl ist auch drin. Ja, schön, schön. Die 6 Euro auch nicht so teuer. 23. Die ist auch zerbrochen. Schade. Der Weihnachtsmann war kaputt, der Engel war kaputt. Und sie hier. So ein, zwei Produkte, wenn sie so leicht angeknackt sind, kann ich verstehen. Also, werden so ertragbar. Ich meine, ja, ist halt schade. Ey, das riecht schon wieder nach Zitrone.
Ich breche, wirklich. Citrus steht doch auf der Webseite. 8 Euro. Das knistert auch so ein bisschen und hat so einen roten, orangenen Verlauf. Sieht sehr schön aus auf dem Produktbild, aber Zitrone brauche ich nicht mehr. Es ist Weihnachten, ihr wollt gut duften für eure Liebsten und ballert richtig raus hier jetzt an Heiligabend. Aber wir haben gleich noch ein Türchen, ne? 25 haben wir hier. Ein Handbalsam. Sweet Wild Orange. Warum packt ihr dann nicht bitte diesen Handy-Guru, den ich euch eben gezeigt habe, vielleicht rein? Was halt 0,0 nach Zitrus riecht. Es riecht wie diese, kennt ihr diese, ihr kennt die eh, diese Orange Cakes, die die Nation spalten, wisst ihr? Ja, riecht 1:1 danach. Ich würde jetzt für den mal so 12 Euro aufschreiben. Wir haben jetzt am 25. auch noch ein Türchen, weil wir sind in England. Oh wow, ein Parfum von Lush. Das klingt, als ob ich es mögen würde. Wow, das riecht richtig gut. Das riecht so weihnachtlich, aber auch so ein bisschen wie so eine gebrannte Mandel mit Kaffee. Es sind 15 Milliliter. Also 100 Milliliter von einem anderen Parfum kosten 170 Euro. Das durch 10 sind 17, also 17 Euro pro 10 Milliliter. Hier sind 15 drin. 25 Euro würde ich dafür ansetzen. Ich rechne kurz alles zusammen und dann gibt es mein Fazit zum Lush Adventskalender 2022. Ich habe jetzt alle Preise zusammengerechnet und bin auf 224 Euro gekommen. Bei einigen Produkten, die nicht genau gelistet wurden, kann es sein, dass ich mich jeweils um 1, 2 Euro oder so verrechnet habe. Das ist nämlich immer in Kauf. Und der Kalender kostet 235 Euro, was ein fucking stolzer Riesenpreis ist. Ich finde aber, da ist die Marge okay, also der Verrechnungsgrad. Es wird nicht damit geworben, meine ich, dass da 500 Euro drin sind. Also das erwartet man auch vorher nicht. Und du hast natürlich ja noch diese Box. Also klar, man zahlt jetzt nicht für so eine Box zahlen, aber wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, da ist der Preis, meiner Meinung nach, ist der Preis gerechtfertigt. Also für das, was drin ist. Ob die Preise jetzt gerechtfertigt sind und ob man das dafür ausgeben möchte, das ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Das hier haben wir insgesamt alles drin. Für wen kann ich mir den Kalender vorstellen? Ich kann für eine WG oder ein Pärchen, für mehrere Personen oder für jemanden, der sehr generous ist und alles verschenken möchte. Weil so viel aufzubrauchen. Vielleicht hast du den Lifestyle und badest jeden Tag. Good for you. Von der Variation her, wir haben eine Bodylotion, Handcremes, Duschpeeling, mehrere Schaumbäder und Badebomben. Verschiedene Variationen, auch Seifen waren dabei. Flüssige Duschgele, ein Lippeeling, ein Parfum, ein festes Shampoo. Also von der Variation an sich finde ich es gut. Also da bin ich fein mit, von der Produktkategorie her. Von der Duftrichtung, dass es sehr viel ins Orangige, Zitronige geht, das finde ich schade, gerade bei einem Adventskalender, wo ich viele Weihnachtsdüfte erwarte. Und klar, dieses Orangige, Zitronige geht in die Weihnachtsrichtung, aber ja nicht nur das. Lush hat ja noch viel mehr zu bieten und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass da andere Sachen mit drin sind. Ich freue mich, dass die Wohnung jetzt wirklich für eine Woche lang mindestens nach einem Lush-Store riechen wird. Ich mag Lush sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal an euch, dass ihr mir den Kalender zugeschickt habt. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich alles hier ehrlich bewertet und meine eigene Meinung, ja, wisst ihr ja, ne? Haut mir gerne euer Lieblings-Lush-Produkt in die Kommentare. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.